Der 1. September 1939 ist für Polen ein bedeutendes Datum. Gemäß unserem Leitmotiv Kriege gehören ins Museum freut es uns natürlich ganz besonders, hier die Ausstellung First to Fight erstmalig am 1. September, 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums präsentieren zu können. Das Projekt wurde von dem polnischen Außenministerium und von verschiedenen polnischen Botschaften und dem Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig erarbeitet. Dieses Projekt heißt Kampf und Leid und es war wirklich ein berührender Abend heute. Haftowali ci zewnętrzne smutne oczy rudą krwią. Dank der Kooperation zwischen dem Polnischen Institut und dem Heeresgeschichtlichen Museum, unsere Ausstellung wird im Laufe der 2 Wochen hier in Wien präsentiert werden. Und ich freue mich auch, dass wir unsere Geschichte, unsere Kultur auch dem österreichischen Publikum präsentieren können. Und wir können sogenannte Brücke zwischen den Generationen auch hier sein, aber auch zwischen den in Österreich lebenden Polen und den Österreichern.